Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind wieder auf den Biker Days. Ihr seht, dieses Jahr haben wir nicht nur Musikvideos drauf, sondern heute wollen wir euch auch mal ein bisschen, ihr seht ja, das satirische Orakel ist auch noch da immer. Wir wollen euch heute auch ein bisschen was von der Gastronomie zeigen. Es ist gigantisch, was wir hier für eine Gastronomie haben hier. Und da seht ihr, wir wollen uns jetzt mal näher mit Ella's Grill beschäftigen. Ihr könnt es in Facebook, Internet, überall könnt ihr das finden. Und jetzt fragen wir mal, ob wir rein dürfen und ob wir da ein bisschen Auskunft nochmal kriegen. Wir haben ja schon ein Video gedreht. Den werden wir euch auch noch abstellen, wo der Chef so ein bisschen was erklärt. Ich habe der Hausdame heute schon gesagt, dass ich sie ins Nachtgebet mit angeschlossen habe, aber dass ich dann das Problem gehabt habe, dass ich die ganze Nacht nicht mehr schlafen konnte. Dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Komm rein. Super. So, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was die so schönes brutzeln und machen. Hallo. Wer ist denn die Elas? Ella ist meine Tochter. Okay. Also, Chef, was machen wir denn Schönes? Oh Mann, das sieht ja geil aus. Das war ein argentinisches Hüftsteak, klein geschnitten, mit Petersilie, Tomaten angeschmort, in richtig leckeren Ciabatta-Brötchen. Da haben wir noch, das ist schon da unser argentinisches Steak-Sandwich, da haben wir noch feurige. Ella ist feurige, dann haben wir hier Hähnchenburger. Pommes, Curry, der Klassiker. Klasse. Gut. Wo bringt ihr euer Grundmaterial her? Also wir kommen aus Ravensburg und wir beziehen alles aus Regionalität. Alles aus dem Allgäu, aus dem Bodenhof Burger, der bringt uns die ganze Ware aus einer Hand. Vom Zug bis zur Metzgerei, so wie wir es wollen. Also klasse. Alles noch. Bis das argentinische Schönste, also, das kommt aus dem Übrigen. Also dass die Qualität klasse ist, da brauchen wir keinen Bauprodukte-Test machen, wie wir es im Baufachforum machen. Das seht ihr. Ich habe das selber kulinarisch testen dürfen. Es ist einfach nur geil. Ja. Frage, wo findet man euch eigentlich? Wir sind in Süddeutschland unterwegs, bis nach Würzburg auf Festivals, vom Wochenmarkt in Ravensburg bis Weihnachtsmarkt der Regionalität. Also hier in Süddeutschland sind wir mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs, mit einem Top-Team beieinander, seit 10 Jahren. Macht Spaß. Gute Mucke, gute Leute, gibt es auch gute Sätze. Also von daher macht auch Spaß. Ja, und die Biker Days sind ja klasse. Die, Die Bikers meint man immer, das sind so primitive Menschen, aber die wollen tolle Kultur haben im Essen. Das ist hier klasse gemacht. Und das ist die Frau Ellas. Nein, ich bin eine Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin. Dabei, ja. Ja, super. Also ihr seht, die Steaks aus bester Hand. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir sind Vegetarier, dann sollen sie bitte die tolle Bedienung angucken, dann kriegt man Geschmack auch auf Fleisch. Ja. So, ich muss sagen, Leute, das ist einfach sowas von geil, was wir hier an Kulinarisches kriegen. Und das ist in den Biker Days immer eine richtige Fressgasse. Es ist einfach nur klasse, was da gemacht wird. Ja. Ich sage recht sagerisch, vergelt's gut. Dankeschön, gell? Und ich verbleibe jetzt mal euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger von den Biker Days. Guckt einfach rein aufs Baufachforum. Ciao.